Rocke-Krone heute 1-1 gegen Mainz. Seid ihr am Ende noch zufrieden, dass ihr überhaupt einen Punkt geholt habt? Ja, klar. Am Ende darf man sehr zufrieden sein mit einem Punkt. Warum hat es heute einfach eigentlich in den ersten 90 Minuten überhaupt nicht funktioniert? Ja, gute Frage. Das muss man selber morgen mal analysieren, was wir dann überhaupt nicht gut gemacht haben. Und ja, das werden wir dann morgen machen. Ihr habt da eigentlich, ich glaube, einen Pfostenschuss gab es von Philipp Hoffmann in der ersten Halbzeit, sonst gab es eigentlich so gut wie überhaupt keine Torchance. Gibt es da überhaupt irgendeine Erklärung für? Nein, genau, aber wenn man schon immer einen Schritt zu spät kommt, um die Zweikämpfe anzunehmen und ja, schnell die Bälle wieder verliert und die zweite Ball war fast immer für Mainz, ja, dann ist es schwierig, um auch Chancen rauszuspielen. Das hast du ja mal wieder gespielt von Anfang an. Wie war das dann für dich? Ich kaum Bälle gekriegt, zumindest Bälle, die du verwerten konntest. Ja, ich habe versucht, das zu machen, was man erwartet von Stürmer vorne, um die Bälle zu behaupten und weiterzuleiten. Und ja, war heute nicht einfach, aber ja, ich habe es versucht. Und jetzt nächste Mal, jetzt habt ihr ja eine Woche frei, weil ja nächste Woche Länderspielpause ist. Ja, wie wird das machen? Erst mal das Spiel analysieren, Kräfte sammeln oder wie läuft das dann? Ja, es geht weiter. Ja, das nächste Spiel muss einfach wieder da sein und unsere Leistung zeigen, was wir heute nicht gemacht haben. Es geht jetzt nach Halle. Ich glaube, du bist ein Fanzug mit 600 Fans. Ist man da nicht auch verpflichtet, mehr zu zeigen? Ja, das wird nicht schwierig sein, glaube ich, nach der Leistung von heute, das ist, um zu steigern. Simon, heute 1-1 gegen Mainz. In dem Vormspiel wäre maßlos enttäuscht gewesen über das Ergebnis. Müsst ihr am Ende noch zufrieden sein? Ja, mit Sicherheit, dass wir den Punkt geholt haben am Ende, ist, glaube ich, ja, fürs Konto wichtig. Aber ich glaube, wenn man das Spiel heute gesehen hat, waren wir, glaube ich, die gesamten 90 Minuten komplett unterlegen. Mainz hat uns super, super bekämpft, super bespielt auch und wir hatten einfach keine Mittel dagegen. Und ja, dass wir am Ende den Punkt holen, ist mehr als glücklich. Hast du irgendwie eine Erklärung für, warum es heute eigentlich überhaupt nicht lief? Nö, also ich glaube, wir haben zwischenzeitlich zu große Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen gehabt. Und die Mainzer haben dann auch einfach die technische Qualität und auch das gute Passspiel, um sich da durchzuspielen. Und dann ist es natürlich auch schwer, in Zweikämpfe reinzukommen. Und ja, sie haben es super gemacht, die Mainzer, muss man ganz klar sagen. Und die werden sich schwarz ärgern, dass sie heute nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. Aber da wart ihr eigentlich vorgewarnt. Das Hinspiel war ja auch schon, ich sag mal, vom Ergebnis her katastrophal. Ja, also auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich unser Spiel durchziehen, haben wir es nicht geschafft, weil die Mainzer uns eigentlich, ja, ich glaube, auch früh attackiert haben. Wir hatten keinen guten Spielaufbau, meiner Meinung nach. Haben viel dann mit ja, langen Bällen und operiert und die zweiten Bälle dann halt nicht bekommen. Und ja, dann ist man vielleicht auch unorganisiert und Mainz hat das super ausgenutzt, muss man ganz klar sagen. Und ja, dass wir jetzt den Punkt geholt haben, ist sehr glücklich. Das ist jetzt ein Rückschlag für den Aufstieg, also für den Kampf um den Aufstieg? Ich würde nicht sagen, dass es ein Rückschlag ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen alle gespielt haben, aber sicherlich hatten wir vorher 3 Punkte vielleicht eingeplant hier im Heimspiel. Auch weil wir um unsere Stärken eigentlich wissen. Aber ja, im Endeffekt müssen wir wirklich mit dem Punkt heute zufrieden sein. Jetzt habt ihr eine Woche frei wegen dem Länderspiel, dann geht es nach Halle, da gibt es einen großen Fanzug. Wie stark ist denn die Verpflichtung, vor allen Dingen auch besser zu spielen als heute bei euch? Ja, muss man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich glaube, da muss unser Anspruch einfach sein, auch so zu spielen wie vielleicht in Wiesbaden oder in Kiel hier zu Hause. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, auch das Spiel heute zu analysieren. Und dann haben wir noch 8 Spiele und da müssen wir jetzt die Punkte holen, das am Ende reicht. Marc, hat man ja heute 1-1 gegen Mainz. Ich denke mal, vor dem Spiel wird er enttäuscht. Wie siehst du jetzt das Spiel? Ja, das Ergebnis war am Ende noch was Positives. Dass wir noch 1-1 gespielt haben, war doch eher glücklich, würde ich sagen. Wir sind heute von Anfang an nicht ins Spiel gekommen. Ja, irgendwie hat alles gefehlt, ich kann es mir nicht erklären. Nachher kam noch Verunsicherung dazu. Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, unsere Leistung annähernd abzurufen. So habe ich uns, glaube ich, noch nie gesehen hier im Stadion bei uns zu Hause. Mir ist es nicht zu erklären, aber wir müssen uns halt aufrichten und in 2 Wochen geht es weiter. Und wir wissen ja, was wir eigentlich können und dann müssen wir das wieder abrufen. Jetzt warst du ja auch ein paar Tage zu Hause im Bett, weil du krank warst. Warst du denn wieder bei 100%, kannst du das sagen? Gefühlt, ich weiß, bei 100% ist immer schwer zu sagen. Aber heute war es allgemein so, dass wir dadurch, dass wir die Ordnung nicht hatten, ganz schwer, es schwer war, in die Zweikämpfe zu kommen. Und wenn man da schon immer einen Schritt zu spät kommt, ist das auf Dauer sehr anstrengend und belastend. Es wirkt doch so, dass viele Bälle ins Ausgeschlagen, wo du noch nicht ankam. Ist das einfach nur Konzentrationsschwäche oder war es einfach so, dass dann, wenn es nicht läuft, gar nicht läuft? Ja, so kann man es fast beschreiben, weil man hat ja gesehen, also das ist bei manchen Dingen, beim Flanken oder so, ist der Ball immer hochgesprungen und wir haben den Ball 10 Meter über das Tor geschossen oder ins Tor aus. Also nicht ansatzweise da, wo es hingeht. Das kam noch hinzu,
wie man das erklären kann, weiß ich nicht. Wenn es halt nicht läuft, dann gehen auch diese, werden viele 50-50-Bälle, die auch den Mainzern in die Füße gesprungen sind oder irgendwie diese für sich entschieden haben. Und das war dann auf Dauer dann doch schon ein bisschen erlahmend für uns. Das Borussia auf Platz 5, Kiel hat wieder gewonnen. Ist das so ein Rückschlag eigentlich im Kampf um den Aufstieg? Ein kleiner Rückschlag ist es schon, muss man zugeben, aber ich glaube, die Vergangenheit hat auch gezeigt, es nützt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen an unsere Stärke glauben und die haben wir, wie gesagt, schon oft bewiesen. Und wir müssen erstmal wieder selber in Fahrt kommen und dann, sage ich, immer noch, ist immer noch was drin. Also da wird noch einiges passieren. Vorteil, dass jetzt 2 Wochen Pause ist? Ja, das sieht man so oder so. Manchmal will man es auch gerne wieder gut machen. Wir müssen es halt nehmen, wie es ist. Vielleicht ist es auch nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall ist es so, dass wir die Köpfe hochnehmen müssen und an uns glauben müssen. Ja, Herr Lohse, heute 1-1 gegen Mainz. Ich denke mal, vor dem Spiel wären Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen. Müssen das heute sein, nach dem Spiel? Ja, natürlich. Ich meine, vom Spielverlauf ist es ja klar, wenn man in der Endphase dann den Ausgleich erzielt, muss man sich natürlich freuen über den Punkt. Aber klar, wir haben uns mehr vorgenommen, das ist klar. Wir wussten aber auch, dass wir auf eine Mainzer Mannschaft treffen, die nicht nur taktisch gut geschult ist, sondern auch spielerisch hervorragend ist. Und das hat sie heute auch gezeigt. Wir haben viele Dinge im Aufbauspiel nicht gut gemacht, unnötige Fehlpässe und den Gegner natürlich da auch etwas in die Karten gespielt. Gegen den Ball haben wir insgesamt, glaube ich, versucht, so wie wir es vorhatten, kompakt zu spielen, bis auf wenige Ausnahmen, so auch in der 44. als wir unnötig mit 2 Offensivkräften den Torwart angelaufen haben und dann auch kurz vor der Pause in den Rückstand geraten. Das war, glaube ich, absolut schlechte Entscheidung von uns, wo wir uns einfach nicht an den Plan gehalten haben und mussten dafür lange kämpfen, um den Ausgleich zu erzielen. Man muss ja sagen, heute gab es, glaube ich, bis auf den Pfostenschuss an Philipp Hoffmann eigentlich so gut wie überhaupt keine Torchance zu Preußen. Gibt es da irgendeine Erklärung für, dass es irgendwie nach vorne gar nicht lief heute? Weil Mainz hat gut gespielt, aber mit Verlaub ist bisher Tabellen 18. gewesen. Ja gut, aber ich denke, die Situation ist einfach so, wie sie ist. Ich glaube, Mainz hat die letzten 2 Spiele gewonnen. Und war natürlich auch in der Rückrunde jetzt zeigt ein ganz anderes Gesicht. Ja? Sie dürfen nicht vergessen, wenn da eine Mannschaft ist, die 20, 22, 24 Jahre alt ist, die legt natürlich im Laufe so einer Saison zu. Die Jungs entwickeln sich körperlich auch und gewöhnen sich an die Liga. Das hat man heute auch gesehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben leider den einen oder anderen Ausfall gehabt. Wir haben Spieler in den Reihen gehabt, die heute nicht in bester Verfassung sind. Das muss man ganz klar sagen. Das hat ja auch das Spiel gezeigt. Und dann ist es natürlich schwer, das Spiel zu gewinnen. Aber was ich mir einfach wünsche ist, und das ist heute sicher das Entscheidende gewesen, dass wir in solchen Situationen dann, wo es vielleicht auch, wo wir merken, wir sind vielleicht nicht alle in Top-Verfassung, auch die nötige Geduld mitbringen, die Null halten und auf unsere Chance warten. Und das haben wir heute nicht getan. Jetzt gibt es 2 Wochen Pause. Ist das vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man sich richtig regenerieren kann, die Kräfte sammeln kann, oder hätten Sie lieber sofort wieder gespielt? Das kann ich auch nicht sagen. Für uns ist es so, dass wir ja leider jetzt mit Schöneberg und Sieger noch die ganze rechte Seite verletzt nicht zur Verfügung steht. Ich denke trotzdem, dass auch bei Schöneberg die Entscheidung, ihn zu operieren, richtig war. Ich finde, sein Vertreter Berzel hat das heute im Vergleich zu dem Pokalspiel wesentlich besser und gut gemacht. Und ich denke auch, Rocky Krone hat vorne ein ordentliches Spiel gemacht, hat unheimlich geackert und glücklicherweise hat er auch noch diesen Knoten platzen lassen, dass unsere Stürmer jetzt wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, dass sie treffen können, auch wenn es nur vom Elfmeterpunkt war. Und einige Spieler müssen geschont werden, das hat mir unser Doktor schon gesagt, Bischof und Schmidt. Bischof, der sicher auch mit seinem muskulären Problem nicht in guter Verfassung war und Schmidt, der mit seinem Bänderverletzung unten und Sprunggelenk sich schon die ganzen Wochen getäbt zur Verfügung steht, müssen etwas pausieren und die anderen müssen natürlich intensiv trainieren, um vielleicht nochmal für den Endspurt konditionell auch das eine oder andere draufzulegen. Jetzt ist Preußen auf Platz 5 zurückgefallen. Was bedeutet das im Endspurt um den Aufstieg? Es sind noch 8 Spiele. Bielefeld ist
bisschen vorneweg. Kiel gewinnt im Moment jedes Spiel. Das ist ein bisschen, macht einem schon was Angst. Was ist noch drin? Das können wir nicht sagen. Ich glaube, wir können die anderen Spiele nicht beeinflussen. Wenn Kiel weiter jedes Spiel gewinnt, dann sind sie durch. Und wir müssen versuchen, uns weiter so auszurichten, dass wir jedes Spiel möglichst die optimale Punktzahl erreichen, den Druck natürlich nach oben dann mit entsprechenden Ergebnissen zu erhöhen, und alles andere, ja, steht in den Sternen. Es gibt ein 2 Wochen Spiel in Halle, es gibt einen Fanszug mit über 600 Leuten, die schon gebucht haben. Ist das eine Sondermotivation noch für die Fans, für die Spieler meine ich, oder auch für Sie zu sagen, jetzt zeigt es den Leuten, dass sie nicht umsonst nach Halle gekommen sind? Ja, gut, also ich denke, unsere Fans unterstützen uns ja hervorragend. Das sehen wir jede Woche hier und das sehen wir auch auswärts. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir, egal ob wir ohne Fans oder mit Fans spielen, natürlich Spiele gewinnen wollen. Wir haben heute, glaube ich, ja, vielleicht auch ein Stück weit mehr Unterstützung noch gebraucht in gewissen Situationen. Aber wie gesagt, das hat nicht sollen sein. Nächstes Mal muss es besser werden. Ja, heute habe ich ein bisschen Eindruck gehabt, so im zentralen Mittelfeld fehlte ein bisschen die Power, war vielleicht so, Sie haben ja schon gesagt, der Bischof war leicht verletzt. Marc Heidmeier hat ein paar Tage krank im Bett gelegen. Ist das vielleicht auch ein Grund gewesen, dass Sie nicht so spritzig waren, wie man Sie sonst kennt? Ja, wissen Sie, wir müssen versuchen, die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und das ist, heute meine Überzeugung gewesen, und ich denke, dass die Spieler auch fit waren. Bischof hat grünes Licht gegeben, und gut, am Ende habe ich mich dann entschieden, nochmal ihn auszuwechseln, weil ich einfach gesehen habe, dass er natürlich sich auch nicht in der besten Verfassung gefunden hat, und habe reagiert und wir haben den Ausgleich erzielt, und das ist natürlich am Ende für uns sehr wichtig gewesen. Gut, dann wünsche ich noch viel Erfolg für die nächsten Spiele. Ja, danke.